Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich, Moritz hat mich ja eingeladen, um auch was zu Gefahrengebieten zu erzählen, was nicht aus juristischer Perspektive ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es überhaupt was gibt, was ich Ihnen erzählen kann, was Sie interessiert. Weil das ja, also Gefahrengebiete, offensichtlich eine besondere juristische, legale Dimension haben, die wichtig ist. Man kann dagegen klagen, wir haben gehört, das dauert, kann man alt drüber werden. Ich weiß nicht, ob man eine einstweilige Verfügung dagegen anstrengen kann. Offensichtlich hat es keiner gemacht. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich bin auch kein Jurist. Man kann sich groß darüber empören, das tun viele. Man kann sich empören über die Art, über die mutmaßlichen Gründe für dieses Gefahrengebiet, also die Gewalt, der verletzte Polizeibeamte, der tatsächlich verletzt ist, nur dessen Umstände der Verletzung ungeklärt sind. Darüber kann man sich empören, da kann man Internetforen füllen. Das bringt aber nicht viel weiter. Da ich Wissenschaftler bin, Kriminologe oder Soziologe oder was, irgendwas dazwischen, und mich mit Stadt, Stadtpolitik, mit Raum und mit Überwachung beschäftige hauptsächlich, stelle ich mir natürlich Fragen. Ich hätte die Fragen sinnvoll oder gefährlich nicht so gestellt. Jemand hat gefragt, wirken Gefahrengebiete? Gefahrengebiete wirken. Das kann man die wirken sogar sehr gut, das kann man an der Reaktion der amerikanischen Botschaft feststellen. Die wirken. Die haben sofort eine Reisewarnung rausgegeben. Und wer schon mal in Länder gereist ist, wo es durchaus vielleicht gerechtfertigt ist, dass man Reisewarnung gibt, Afghanistan, der Jemen, Kongo, dann weiß man, wie solche Reisewarnungen aussehen. Okay, also gab es eine Reisewarnung für Hamburg. Gehen Sie nicht dahin. Da haben Sie Ihre Papiere immer bei. Sie ist für Ausländer sowieso ratsam. Aber also Gefahrengebiete wirken. Deswegen glaube ich auch, dass die Veröffentlichung, die öffentliche Machung von Gefahrengebieten zentral ist. Für Gefahrengebiete, auch wenn das nicht gemacht werden muss, so ist das zentral, dass sie überhaupt irgendwie eine Wirkung haben. Sind sie sinnvoll oder gefährlich? Kann ich so einfach nicht beantworten. Das ist zumindest eine offene Frage. Und eine Frage, die mir von Journalisten auch gerne gestellt wurde, so in den Tagen nach dem oder nach der Einrichtung. Was passiert mit der Gesellschaft? Wie verändert sich das Verhalten der Leute? Weiß ich nicht. Müsste ich die Leute fragen. Habe ich nicht getan, dauert meistens auch länger, wenn ich nicht nur eine Meinungsumfrage mache. Daher würde ich Ihnen gerne ein paar Gedanken mal mitgeben, weil es gibt nämlich ein paar Begründungslogiken der Polizei, auf die sie immer tierisch abfährt und auch der Politik, die man so leicht aushebeln kann. Die Frage ist, hört die Polizei auf einen Wissenschaftler? In der Regel braucht sie uns ja nicht, sondern setzt durch, was sie möchte und logisch oder sinnvoll begründete Zusammenhänge lässt sie auch schon mal außen vor. Das gilt für die Polizei als auch für die Politik. Und was sind, oder von was sind Gefahrengebiete eigentlich ein Ausdruck? Darauf möchte ich etwas. Wenn ich Gefahrengebiet höre, frage ich mich, Gefahr für wen? Was ist eigentlich die Gefahr? Für wen ist es eine Gefahr in diesem Gebiet? Weil es besteht ja ein Zusammenhang zwischen Raum und Gefahr. Der wird ja aufgemacht, Gefahrengebiet. Wird ja nicht gesagt, es gibt Gefahrenpersonen, die man vielleicht über das ganze Stadtgebiet verfolgt, oder? Gefahr von wem? Von wem geht die Gefahr eigentlich aus? Ist das klar? Ist das klar kommuniziert? Geht sie von dem Raum aus? Ist der Raum also die Gefahr, das bestimmte Gebiet? Herrscht eine Seuche? Ist der Raum gefährdet? Also die Gebäude, herrscht ein Angriff, der Krieg? Völlig unklar. Der Raum wird benutzt, aber es wird nie definiert, wer, was, wann, warum. Ist der Raum gefährdet? Ist der Raum die Gefahr? Ihre Bemerkung vorhin mit den Rechten machte so einen ähnlichen Fehlschluss, wie ich sagen würde. Es gibt ja auch Räume, wo Rechte tätig sind. Also ist der Raum da verantwortlich dafür, dass die Rechten da tätig sind? Gibt es da nicht linke und rechte Räume in Hamburg oder überhaupt? Offene Frage, ich würde eher sagen, nein. Ist Raum für Kriminalität verantwortlich? Oder ballt sich Kriminalität in einem Raum? Kann man da Zusammenhänge feststellen, die so klar sind? Es gibt Theorien, die das so sagen. Eine nennt sich Broken Windows, vielleicht der eine haben wir schon mal gehört. Gehört eigentlich abgeschafft. Was ist die Basis, um das zu machen? Die Basis war ein Vorfall, der sich, die offizielle Version, ein Mob griff die Davidwache an, also ein räumlich sehr klein, bestimmte Personen wurde das dem zugeordnet, der Mob, 40 Leute, schwarzer Mund, also typisch links angezogen. Und die haben einen Polizisten die Nase eingeschlagen. Ich möchte den Polizisten, möchte mich nicht auf dessen Kosten hier lustig machen. Und ich glaube auch, dass die Verletzung stattgefunden hat. Die Frage ist, hat sie da stattgefunden und hat sie sich so zugetragen, wie
wie es berichtet wurde, es gibt eine ganze Menge Anhaltspunkte dafür, dass dem nicht so ist. Okay? Der Anlass, dann wird ein Anlass genommen und der Anlass wird sozusagen ausgeweitet. Plötzlich ist alles gefährdet in dem Gebiet. Es gibt ein paar Polizeistationen in diesem Gebiet oder auch daher noch in diesen Kerngebieten. Die Kerngebiete gingen alle immer um eine Polizeiwache rum. Also eigentlich war das Gefährdete in diesen Räumen immer die Polizeiwache. Es waren Polizeikommissariate, die Davidwache, ein Kriminalkommissariat war auch die Königstraße, die große Wache in der Stresemannallee, Stresemannstraße, Entschuldigung, und noch eine. Auf jeden Fall, das schienen die gefährdeten Orte zu sein. Wenn man ein Gefahrengebiet setzt, also einen Kreis, hier haben wir das nochmal, ich mache das kurz, einen Kreis setzt, dann gibt es ein Innen und ein Außen. Okay? Dann gibt es innen drin ganz gefährlich oder ganz viel Gefahr und außen ist alles okay. Müsste man ja sagen. Also außen ist keine Gefahr mehr. Dann hieß es, es ging ja von dem Raum selbst aus, nicht von den Leuten. Warum also kontrolliere ich die Leute? Von denen kann es ja nicht sein, weil die brauchen ja nur einen Meter zur Seite gehen und sind sie nicht mehr da drin. Auf St. Pauli wird das auch unfällig, wie quatschig das ist. Da gibt es diese schönen Schilder, Messer, Schlagstöcke und sowas verboten. Frage ich mich, sind sie im Rest der Stadt erlaubt oder was? Ich hoffe nicht. Ganz ehrlich, ich habe nichts gegen, ich habe nichts dagegen, wenn keine Messer und keine Flaschen auf der Reeperbahn sind. Ich halte das für relativ, also finde auch gegen diese Plastikflaschenverordnung bei mehreren hunderttausend Menschen abends, die feiern, jungen Leuten, die alle bereit sind, keine Glasflaschen auszugeben, finde ich sinnvoll. Ganz ehrlich, ist gar keine schlechte Maßnahme. Die Frage ist, ist es sinnvoll, sonst überall in der Stadt Messer bei sich zu tragen, Tränengas, Pfefferspray oder Waffen? Baseballschläger, weiß ich nicht. Sind wahrscheinlich überall genau gleich gefährlich. Also der Raum innen und außen, es trennt was, es macht was. Man wird sich dessen bewusst. Ist es draußen ungefährlich? Ich halte das wieder für nicht der Fall. Dann der Begriff der Gefahr. Gefahr ist immer unbekannt. Okay? Es wird etwas gemacht und das macht die Polizei auch. Und da macht sie es, glaube ich, ganz absichtlich. Sie macht etwas unbekannt, was eigentlich bekannt ist. Weil der Raum ist ja nicht unbekannt. Nichts ist unbekannt in Hamburg. Okay? Nichts. Sternschanze, egal wo das stattfindet, ist immer bekannt, was da passiert. Denn deswegen sind die Dinger ja da. Rauschgiftkriminalität, wobei mehr die Konsumenten als die Dealer schikaniert werden. Die drogensüchtigen Prostituierten in St. Georg haben kaum eine Chance, dem zu entgegenkommen. Deswegen auch immer wieder, weil wo sollen sie sonst hin? Die Dealer sind recht flüchtig und die Dealer-Szene bezieht sich, das wird anders gedealt, die Jugendkriminalität, man weiß, was da passiert, deswegen macht man diesen Gefahrenraum, um da besser eingreifen zu können. Also es ist eigentlich ein Ausnahmezustand und gibt der Polizei mehr Recht. Komische Kausalitäten und komische Begründungszusammenhänge, die hier geschaffen werden. Ich will noch was zur Begründungslogik zu sagen und zur Kausalität. Im Artikel vom NDR Online, Gefahrengebiet, was die Polizei sicherstellt, das war eine Anfrage der Linken, glaube ich, ne? Protokollnotiz zum Wortprotokoll. Ah. Das ist nur veröffentlicht. Okay. Ist irgendwas, was alles gefunden wurde. Wahrscheinlich hätte man das in jedem Tag, vielleicht nicht überall in Hamburg, aber in verschiedenen Orten in Hamburg, in jedem Tag genauso viel Tierabwehrsprays, Knüppel, Pfefferspray, Taschenmesser. Mein Sohn hat oft ein Taschenmesser dabei. Geht oft ins Niedorfer Gehege, um zu schnitzen. Aber das Beste ist, also damals ist das Ding teuer gewesen. 1 Million Euro für 3.000 eingesetzte Beamte, Überstunden noch ein Löcher wahrscheinlich, das ist nicht mein Problem, muss die Stadt mit den Gewerkschaften lösen. Aber Ziel war es laut Polizei, weitere schwere Straftaten zu verhindern. Dies sei auch gelungen. Die Maßnahme habe geholfen, mögliche Störer zu erkennen und schwere Straftaten zu unterbinden. Meinen ehemaligen Kollegen, den Nachrichtenjournalisten nicht zu nahe zu treten, das da sie ja nur wiedergeben hier, und dann im Konjunktiv auch schreiben. Woher weiß die Polizei, was sie verhindert hat? Haben Sie eine Glaskugel? Können Sie das einfach sagen? Woher weiß die Polizei das? Okay? Die Begründungslogik wird gemacht. Wir haben die Maßnahme eingeführt und wir haben Leute gefunden, Knüppel, Messer und so weiter. Und deswegen haben wir eine Straftat verhindert. Diese Art von Begründungszusammenhang in der Hausarbeit, die würde durchfallen. Die Klausur würde durchfallen, eine Bachelorarbeit müsste nochmal geschrieben. Das ist schlecht, das ist schlampig, ist inkompetent und schlecht und doof, ehrlich gesagt. Okay? Aber es kommt damit durch. Es wird so gesagt. Wir haben es gemacht und ihr seht, nichts passiert, deswegen haben wir ja verhindert und deswegen ist das für die Begründung ganz offensichtlich, das Gebiet muss stattfinden. Das Gebiet begründet sich mit sich selbst. Besser geht es gar nicht.
Hätte man das Gebiet nicht gemacht, hätte wer mehr stattgefunden? Niemand. Aber auch niemand hat darauf geantwortet. Ich nicht, die Polizei nicht, niemand. Spielt der Faktor Zeit eine Rolle? Die Demo am 21., der Überfall am 30., kann man am 30., 31., 30., 28., seit dem 28. Dezember, das sind bis heute einen Monat, 4 Wochen, hat der Faktor Zeit vielleicht auch was damit zu tun? Da kam Silvester, kam Neujahr, die Arbeit ging wieder los, Menschen kümmern sich um was anderes. Also der Faktor Zeit, spielt der eine Rolle damit, dass nichts weiterhin passierte? Großes Fragezeichen, kann keiner beantworten, kann aber auch keiner ausschließen. Die Proteste wurden anders, darüber haben uns alle sehr gefreut. Kissenschlag, Klobürsten, super Aktion. Aber die Kausalitäten, die hier geschaffen werden, sind einfach nicht zu halten. Und ich möchte, wenn die Polizei schon immer logisch argumentiert und mit Lagen, dann müsste man ihr das eigentlich mal entgegenhalten. Und eigentlich nicht nur der Polizei, sondern auch den Politikern, die dafür verantwortlich sind. Was sind die Konsequenzen von solchen Gefahrengebieten? Die Konsequenzen sind, das hatten wir schon, klang schon so ein bisschen an, ist eine Verstetigung von Gefahr. Gefahr findet plötzlich immer statt, immer ist irgendwas unbekannt und gefährlich. Es werden ganze Räume dazu gemacht. Je länger das dauert, desto weniger wird das wahrscheinlich bemerkt. Das ist ein Abnutzungseffekt, sagt Georg, ich hätte es nicht mehr gewusst. Danke, dass Sie mich erinnern. Oder der St. Pauli, dass das ein Gefahrengebiet ist. Gefahr wird also verstetigt, ständig passiert dort was. Ständig hat die Polizei extra Rechte. Das ist ein großes Problem. Es verändert sich der Blick auf die Menschen. Wir wissen zwar nicht, was die Anweisungen sind, aber die Wagen 15 und 35, links gekleidet oder linker Gesinnung. So, hier werden Kategorien geschaffen, die jeder Wirklichkeit, jeder empirischen Wirklichkeit, außer vielleicht so eine Einzelfallempirie der Polizei, entbehren. Das ist unschön. Und es wird ein Zusammenhang zwischen Raum und Person geschaffen, der weiterhin so wirkt und auch so weitergenommen wird, außerhalb dieser Gebiete. In dem Hamburg, für das die Politik oder die Polizei dieses vielleicht tut. Jetzt kommen wir auf das Gesamtbild, nur zum Abschluss. Ich habe gesagt, Raum- und Stadtpolitik sind meine Interessen. Was hier passiert ist, legales Problem, das kann man vom Verwaltungsgericht lösen, damit sich die Zeit nehmen möchte. Es ist aber vor allem ein politisches Problem, was man ja versucht hat politisch zu lösen, aber was die große Mehrheit abgelehnt hat. Was sie damit gleichzeitig abgelehnt hat, so könnte man das interpretieren, ist eine vernünftige Stadtpolitik, die mit dem Problem dieser Stadt oder mit einigen Problemen dieser Stadt in bestimmten Bezirken, in bestimmten Bereichen, die auch nicht wirklich neu sind, Rote Flora existiert seit 25 Jahren in dieser Art und Weise. Also ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. Eine Antwort findet, die da heißt, Polizei regelt das schon. Wobei die Polizei so ein bisschen vorprescht und das sagt, wir regeln das schon, Politik kann sich zurücklehnen. So scheint es ja offensichtlich zu sein, dass das Heft des Handelns hier der Schwanz mit dem Mund ist. Und gleichzeitig wird einerseits Raum und Gefahr aus zusammengekoppelt durch Gefahrengebiete, andererseits wird das entkoppelt, denn die Politik ist ganz klar gerichtet gegen gewisse Projekte und gewisse Arten von sozialen Protest, sozialen Themen. Stadtpolitik wird hier mit Polizei gemacht. Das kann ich sagen. Wir haben von der Anonymität auch schon kurz gesprochen. Das ist nämlich noch was ganz anderes oder ein weiterer Bereich, den ich finde, der hier problematisch ist. Also einerseits könnte die, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, Polizei als Besatzung. Die ständigen Gefahrengebiete, die dann Polizei in eine Rolle drängt, die sie eigentlich nicht haben sollte, die die Beamten vielleicht auch nicht besonders toll finden, die sie aber ausüben muss. Das finde ich der Polizeiarbeit, kriminalpolizeiliche Arbeit mit schutzpolizeilichen Mitteln statt, mit Ausnahmezuständen, wie sie meinetwegen bei Fußballspielen etc. herrschen könnten. Und es wird sowas wie präventive Polizeiarbeit hier gemacht, die sich verstetigt. Und je öfter man das macht, desto mehr glaube ich, dass sich diese Art von präventiver Polizeiarbeit verstetigen wird und darauf gesetzt wird. Man kennt ja seine Pappenheim. Das große Problem dabei ist aber die Anonymität. Sie haben es schon erwähnt, Menschen werden aus der Anonymität gerissen. Könnte man sagen, okay, das wäre in Ordnung, wenn auf den Uniformen auch stehen würde, wem ich es zu tun habe. Ja, Schulze, Meier, Müller, keine Ahnung. Das ist aber nicht der Fall. Also die Beschilderung von Polizisten.
um ein gewisses Vertrauen zu machen. Die Polizei erwartet, der Staat in diesem Fall, aber auch die Polizei erwartet immer ein Vertrauen. Vertrauen Sie uns, wir machen das schon. In diesem speziellen Fall wäre ich da eher vorsichtig, in anderen Fällen, ja. Wir sollen immer, also der Bürger soll einen Vorschuss geben, wird aber nicht als Bürger behandelt, sondern als Gefahr in diesem Gefahrengebiet. Das ist ein Problem. Ja, es gibt den Bürger plötzlich nicht mehr in diesem Gefahrengebiet. Er hat keine Bürgerrechte, hat er natürlich noch, aber die sind zumindest in bestimmte Aspekte seines Seins aufgehoben. Und dieses Vertrauen ist, glaube ich, eher ein Vertrauen, was politisches Vertrauen, soziales Vertrauen, worauf sich das aufbaut. Sollte man dagegen klagen, das sollte man sicherlich tun, diese Möglichkeiten auszunutzen, auch wenn wir nur gehört haben, dass es im Nachhinein feststellbar ist, da war was illegal. Das versendet sich oder das verpolitisiert sich im Alltag wahrscheinlich ganz schnell, dann kommt das nächste und die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Sollte man, ich selber war schwer begeistert von der Art des Protestes, wie er danach stattfindet, dass man die Polizei und den Senat auslachte, eine Kissenschlacht mit Klobürsten. Wenn es an mir gehen würde, wäre das der Protest, der jedes Mal stattfinden würde, um zu zeigen, um der Polizei zu zeigen, sozusagen, schaut hier eure Arbeit, ihr kommt hier schwer beladen mit mehreren Kilo Rüstung und schwitzt und wir haben unseren Spaß. Das ist doof, ist auch nicht die feine Art, aber es ist wenigstens gewaltfrei und stellt sie und den Senat in ziemlich lächerliches Licht. Gefahrengebiete, sinnvoll oder gefährlich? Gefahrengebiete sind bestimmt nicht wirkungslos, abgesehen von den amerikanischen Botschaften, die vor allen Dingen deswegen darauf so anspringen, weil es in Amerika und in ihrem oder in der Polizeiarbeit in Amerika in vielen Gebieten genauso funktioniert. Die kennen das. Und der Zusammenhang Raumkriminalität durch eine andere Siedlungspolitik in den Städten, eine andere Stadtpolitik, viel bekannter ist und das nichts Unbekanntes ist. Deswegen hat das so schön so leicht verfangen. Also das war sozusagen, das kennen wir, dann gehen wir mal lieber nicht in das Gebiet. Sinnvoll oder gefährlich? Ich denke, Gefahrgebiete haben Konsequenzen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die können Demokratie in Richtung von mangelnder Demokratie gehen, die können von Vertrauen handeln, Herabsetzung des Bürgers zu einer Gefahr. Die Frage auch, für wen macht man das? Das ist ja auch ein Signal. Man macht das hier. Man macht das immer in ähnlichen Gebieten. Die Gebiete haben bestimmt was mit Migrantentum zu tun, also mit der sozialen Zusammensetzung zu tun. Blankenese, Volksdorf, Bergstedt, Witterhude, eher unwahrscheinliche Gebiete für Gefahrengebiete. Ich weiß nicht, wie die Einbruchszahlen in diesen Gebieten sind, aber da besteht bestimmt eine Gefahr. Also müsste man darüber mal gänzlich nachdenken. Und das hat Konsequenzen. Diese Art von Stadtpolitik, das ist also der für mich wichtige Aspekt, ist der, der es nicht schaffen wird. Ohne jetzt direkt über die Flora urteilen zu wollen oder diskutieren zu wollen über das Wenn und Weh und Sinn und Unsinn der Esso-Hochhäuser, Halt oder Abriss oder sonst was. Oder dass es anders gehen kann, hat das Gängeviertel gezeigt. Ja, schön nicht vergessen, fällt auch gar nicht mehr in diesen Demonstrationsdiskurs. Gängeviertel passiert irgendwie, da passiert was, aber es nicht Teil dieser Demonstrationsrhetorik. Und das sind zumindest Sachen, über die man mal nachdenken könnte. Und davon träumen wir immer noch, aber an die Uni kommen sie natürlich nicht, einen Kurs zu entwickeln, Statistik für Politiker, für Polizei und Journalisten und für Politiker, damit man endlich mal diese Art von Empirie aufräumt, die immer gemacht wird, die richtig verstanden wird oder nicht, und solche Art von Korrelation, die immer in Kausalzusammenhängen gesetzt werden. Also es mag sein, dass nicht stattgefunden hat und ein Gefahrengebiet bestanden hat. Das heißt aber nicht, dass das Gefahrengebiet Grund für das Nichtpassieren war. Und da bedarf es doch einiges Nachdenkens. Dankeschön.